Unter den wachen Augen Luise von Badens kamen zahlreiche Besucher zum 7. DRK-Familientag des Kreisverbands Karlsruhe in den Zoologischen Stadtgarten. Zwischen all den Tieren konnten sich Mitglieder und Interessierte über die Vielzahl der Aktivitäten und Bereiche des Deutschen Roten Kreuzes informieren. Schirmherr und Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes, Heribert Rech, ist überwältigt vom familiären Charakter. Hier sind zwar über 10.000 Menschen, so viel waren es letztes Jahr. Ich habe jetzt schon 9.999 gezählt, wir werden die 10.000 übertreffen. Trotzdem das Gefühl einer großen Familie hier herrscht. In diesem wunderschönen zoologischen Stadtgarten in Karlsruhe, der sich natürlich ideal eignet, um ein solches Familienfest zu feiern. Und dass unsere Mitglieder in so großer Zahl davon Gebrauch machen, zeigt auch ihre Verbundenheit zum DRK. Und das freut mich ganz besonders. Die Verbundenheit und das damit einhergehende Interesse zeigte sich schon am Haupteingang. Denn hier war erst einmal Schlange stehen angesagt. Mitglieder von DRK, AOK und City-Initiative Karlsruhe erhielten freien Eintritt. Die Helfer am Einlass waren selbst überwältigt und konnten die Besucherzahlen zur Mittagszeit nur schätzen. Ich habe mittlerweile schon die zweite Liste angesetzt, also ist wirklich ein sehr großer Ansturm heute. Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie denn heute? Kann schlecht sagen, sind es 2000 oder, also wirklich gesagt, keine Ahnung. Tatsächlich folgten 13.610 Besucher der Einladung zum DRK-Familientag in den Zoologischen Stadtgarten. Bei strahlendem Sonnenschein gab es an über 40 Ständen und Mitmachaktionen einen Einblick in die facettenreiche Arbeit des Roten Kreuzes. Sicherlich eine ganz neue Sichtweise auf alltägliche Dinge, nämlich wie es ist, wenn man nichts sieht, präsentierte der Stand der Selbsthilfegruppe Blickpunkt. Eben getreu dem Motto: Alles über die Blindenschrift, aber auch Sinnesparcours, was zum Fühlen, zum Riechen. Also wir haben ganz viele Dinge dabei. Die Geheimschrift, Blindenschrift ist das Highlight bei den Kindern. Es scheint alle zu faszinieren, wie es ist, wenn man irgendwelche Dinge anfassen kann, die man nicht vorher gesehen hat. Beispielsweise Bohnen, Mandarinen, Kerne, alle möglichen Dinge, Nudeln. Ja? Also Wahnsinn. Ich finde das einfach wirklich schön, weil wenn man dabei ist, jeder grüßt einen und man sagt, hallo, seid ihr auch wieder dabei? Und dieses Miteinander, dieses Zusammensein macht einfach viel Spaß. Und wenn das Wetter so schön ist wie heute, sowieso. Wie es sich am Steuer eines Notarztfahrzeuges anfühlt oder wie ein Rettungswagen von innen aussieht, konnten sich Groß und Klein nun einmal ganz genau anschauen. Warum dies wichtig ist, erklärt Marco Winkel, einer der Auszubildenden zum Notfallsanitäter im zweiten Lehrjahr. Zum einen ist es wichtig, um den Leuten mal zu zeigen, die sehen so Rettungswagen und Notarztfahrzeuge meistens so im Vorbeifahren, relativ schnell mit Blaulicht. Und da kann man eben nicht mal eben reinschauen. Und hier kann man eben reinschauen mal, vielleicht ein bisschen Ängste davor abbauen und den Leuten einfach näher bringen, was so unsere Arbeit ist. Eure Arbeit als Notfallsanitäter stelle ich mir recht schwierig vor. Was ist denn das Highlight an der Ausbildung zum Notfallsanitäter? Also am Anfang der Ausbildung, sage ich mal so, ist das Highlight natürlich die Patientenversorgung. Da ist jeder Patient irgendwie spannend. Man fährt mit Blaulicht hin. Und später ist es dann eher in die Konzentration auch auf die Patientenversorgung, ins Genauere, ins Detail. Man lernt, wie man den Patienten zu versorgen hat. Man lernt über den Körper einiges, man lernt über die Organe und welches Medikament zum Beispiel wirkt. Das ist auch sehr spannend und dann im späteren Verlauf auch das Interessante an der Ausbildung. Neben dem Einblick über die Funktion und den Geschmack einer Feldküche, Glücksrad drehen, Speedstacking oder der Moderation des tagesaktuellen Wetters fürs Radio, konnten Kinder beim Team des DRK-Studio erfahren, wie es sich hinter, aber vor allem vor einer Fernsehkamera anfühlt. In kleinen Interviews zeigten die jungen Talente, wie viel sie über die unterschiedlichsten Themengebiete des DRK wissen. Bei dem Arm gibt es eine Pulsschlagader und die kann man dann überprüfen, ob die dann noch sozusagen tickt. Und wenn die dann noch tickt, dann
ist noch Puls vorhanden. Es geht genauso beim Herz oder beim Hals halten. Wobei Hals oder hier beim Arm, wie gesagt, am besten ist, weil man das da am besten merkt. Abgerundet wurde der DRK-Familientag vom bunten Programm auf der Seebühne. Neben vielen anderen Acts legte die Seniorentanzgruppe eine flotte Sohle aufs Parkett. Und die Maskottchen neben Igel Erwin tanzten mit vielen Kindern den Eisenbahnsong. Heribert Reich ist zuversichtlich für einen DRK-Familientag 2019. Jedoch? Diese Frage hängt entscheidend davon ab, ob sich wieder so viele Mitglieder, so viele aktive, passive Mitglieder, so viele Ortsvereine engagieren, unsere Geschäftsstellen in Bruchsal und in Karlsruhe mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind ja seit Tagen aktiv. Die Frau Freisleben sehe ich gerade im Blick, die ja vor vielen Jahren das ins Leben gerufen hat. Das hat sich zu einem tollen Event und zu einer traditionellen Veranstaltung entwickelt. Sowas kann man ja nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Und das sieht man auch. Das ist höchst professionell gemacht, wie eigentlich alles beim DRK.